Interview und Analyse zum dritten Rennen. Jürgen Emmer startet in den Renntag, passend irgendwie im Preis Linzer Trabazucht und Rennvereins aus Oberösterreich und nicht unweit von Linz entfernt in Hörsching. Ein bisschen passend. Passend auch das Rennen für den Eusebio? Ja, insofern passend, weil es einfach ein Franzosenrennen ist und doch ein bisschen einfacher, obwohl die jetzt auch nicht mehr einfach sind. Aber es sind jetzt nicht so viele Pferde drin und der Favorit ist bei mir im Band und bei dem werden wir sich anhängen und dann schauen, wo wir landen. Das heißt, unter den ersten drei, denkst du, werdet ihr schon mitmischen? Ja, also die letzten Leistungen waren eigentlich immer recht ordentlich. Wenn er das bestätigt, dann sollte er vorne mitmischen.